und erfreuen herzlich sehr. Halleluja. Maria seufzt und weint nicht mehr. Halleluja. Verschwunden sind die Nebel all. Halleluja. Jetzt glänzt der lieben Sonnenstrahl. Halleluja. 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 Wo ist, o freudenreiches Herz? Halleluja. Wo ist dein Weh, wo ist dein Schmerz? Halleluja. Wie wohl ist dir, o Herz, wie wohl? Halleluja. Nun bist du aller Freuden voll. Halleluja. 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 Gott hat euch getränkt aus den Quellen der Weisheit. In seiner Gnade werdet ihr stark. Er wird euch krönen mit ewiger Herrlichkeit. Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der wahrhaft von den Toten erstanden ist, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, die wir jetzt gemeinsam feiern, verbunden über die Bildschirme, verbunden im Geiste, Dienstag, dritter Tag der Osterfestwoche, der heiligen 8 Tage. Der Eröffnungsvers hat uns schon Mut gemacht. Wir sind gedrängt an den Quellen der Weisheit und in seiner Gnade werden wir stark. Ja, er wird uns krönen mit Herrlichkeit. Ich möchte in die heutige Messe anknüpfen an Papst Franziskus, einschließen besonders die Regierenden, die Wissenschaftler, die Politiker, die jetzt schon beginnen, die Zukunft zu planen nach diesen Ausnahmesituationen und Maßnahmen, dass sie den richtigen Weg finden, immer zugunsten der Menschen, immer zugunsten der Völker. Herr Jesus Christus, du hast die Fesseln des Todes gesprengt. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Auferstandener, du hast uns der Macht der Sünde entrissen. Christe eleison, Christe eleison. Du Sieger, du hast uns unzerstörbares Leben gebracht. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er lasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 8 Tage lang erschallt jetzt das Gloria in den Messgesängen, wenn wir schon keinen Weihrauch haben, den wir sonst immer verwendet haben, damit diese 8 Tage wie ein Tag werden, so doch unseren Lobgesang. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden. Allmächt'ger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen. Du wohnst mit Gott, dem Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast dein Volk durch die österlichen Geheimnisse befreit und gestärkt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und führe uns zur vollkommenen Freiheit, damit der Osterjubel, der uns heute erfüllt, sich in der Freude des Himmels vollendet. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir wiederholen den Antwortruf des Psalmes. Von deiner Huld, o Herr, ist die Erde erfüllt. Von deiner Huld, o Herr, ist die Erde erfüllt. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, all sein Tun ist verlässlich. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Huld des Herrn. Von deiner Huld, o Herr, ist die Erde erfüllt. Das Auge des Herrn ruht auf allen, die ihn fürchten und ehren, die nach seiner Güte ausschauen. Denn er will sie dem Tod entreißen und in der Hungersnot ihr Leben erhalten. Von deiner Huld, o Herr, ist die Erde erfüllt. Unsere Seele hofft auf den Herrn. Er ist für uns Schild und Hilfe. Lass deine Güte über uns walten, o Herr, denn wir schauen aus nach dir. Von deiner Huld, o Herr, ist die Erde erfüllt. Halleluja, 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 Halleluja. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, verließen sie sogleich das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte:
seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, die ihr mitfeiert, wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn wir wieder zusammenkommen können. Wir hoffen jetzt auf diese Woche und ich bitte euch, betet wirklich intensiv und aus tiefstem Herzen dafür, dass Bischöfe und Regierung eine Lösung finden, die der Situation gerecht wird. Und die es wieder möglich macht, dass wir uns als gläubige Gemeinde gemeinsam versammeln zum Gottesdienst, zur Eucharistiefeier hier in der Kirche. Nun, die beiden heutigen Lesungen, sie helfen uns schon hinschauen auf das, was uns jetzt bevorsteht, die nächste Zeit. Nach dieser wuchtigen Analyse von Papst Franziskus, die ich euch gestern präsentieren durfte, wo wir stehen und was jetzt dran ist, was sein soll und was nicht mehr sein soll, führt uns heute das Evangelium auch hin, dass es auch nach Ostern die Entscheidung braucht. Wir bleiben in unserer Freiheit, wir Menschen. Das Evangelium beginnt ganz im Licht und endet wieder in einer Dunkelheit. Das Licht, das haben wir schon in der Osternacht gehört. Der erste Teil war das Evangelium von der heurigen Osternacht. Die Frauen, die nicht nur das leere Grab sehen und die Engel mit der Botschaft hören, geht und sagt ihnen, er ist nach Galiläa. In Galiläa werden sie ihn sehen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Die Frauen dürfen dann Jesus gleich begegnen. Das ist wunderbar beschrieben. Ja. Tritt heran mit seinem Gruß und sie werfen sich vor ihm nieder. Sie erkennen ihn als Gott. Sie umfassen seine Füße. Papst Franziskus hat das aufgegriffen. Auch wir wollen die Füße des Auferstandenen festhalten, heißt es bei ihm, und ihm bitten, dass er uns ins Leben führt. Und Jesus sagt dann: Habt keine Angst mehr. Wenn ihr euch an mir festhaltet, dann werdet ihr erleben, dass ich wirklich auferstanden bin und lebe. Ihr werdet dieses Land Galiläa betreten, wo ich Gott mächtig wirke mit meinem Geist. So weit, so gut. Und das wäre auch die Zukunft, die wir einschlagen sollen jetzt, die nächste Zeit. Der Mensch, der gemerkt hat, wir kommen zu Ende, wir brauchen die Hilfe Gottes, aber dann gibt es ein Aufblühen des Lebens, dann gibt es eine Kultur des Lebens. Wir sehen aber auch, dass es die Ablehnung gibt, nach wie vor. Die Soldaten, die zunächst nur
verängstigt sind, um ihr eigenes Leben fürchten, denn wenn ein römischer Soldat seine Aufgabe nicht erfüllt hat, und ihre Aufgabe wäre es gewesen, das Grab zu bewachen, dass der Leichnam nicht wegkommt, dann wurden sie hingerichtet. Ganz einfach. Aber darum gehen sie auch zuerst zu den Priestern, die ja das Ganze ausgelöst haben, und nicht gleich zu Pilatus. Und die Priester, als sie das hören, dass jetzt wirklich etwas geschehen ist, was Jesus verkündet hat, am dritten Tag, dass er wieder aufgerichtet wird, sie wollen es nicht wahrhaben. Sie wollen in der Lüge bleiben. Es kommt zur bezahlten Lüge, zum bezahlten Schweigen der Zeugen. Eigentlich sind die Soldaten Zeugen dieser Himmelskraft geworden, des Engels, aber sie lassen sich bezahlen. Papst Franziskus hat darüber gestern schon gepredigt und hat das eben auch gesagt. Wir haben uns immer zu entscheiden zwischen dem wirklichen Gott, der das Leben bringt, oder dem Mammon, dem Vergänglichen dieser Welt, ja, dem Geld, wie Jesus auch einmal sagt. Und sie wählen das Geld. Und sie wählen das Grab. Sie bleiben in ihrem Alten. Und das ist natürlich auch für uns jetzt spannend. Fallen wir zurück in das Alte? Oder finden wir jetzt neue Wege in unserer Gesellschaft? Und damit sind wir bei der Lesung. Papst Petrus sozusagen, der erste Papst, ist da der Wortführer. Und es ist auch interessant, es ist aus der Pfingstpredigt. Vorher haben die Jünger noch gar nichts gesagt. 50 Tage lang haben sie noch geschwiegen. Aber jetzt, und das ist ja auch bei uns die Blickrichtung, das Ostern hat ja zum Zweck, dass es bei uns Menschen Pfingsten wird. Dass wir offen werden für die Kraft Gottes, für die Kraft des Heiligen Geistes. Und da spricht dann Petrus vor dem ganzen Volk: Das Haus Israel, also das Volk Gottes, erkenne, dass dieser Jesus, den sie verworfen haben, den sie als unbrauchbar zur Seite geschoben haben, dass dieser von Gott jetzt wirklich eingesetzt ist als der Herr für ewige Zeiten, bezeugt ist als der gesandte Messias, der geisterfüllte Retter der Menschheit. Das ist das Bekenntnis der Christen nach Ostern zu Pfingsten. Jesus ist der Herr, von Gott eingesetzt und bezeugt. Und darum ist schön, dass es da heißt, das traf jetzt die Leute mitten ins Herz. Und sie fragen sich, was sollen wir jetzt tun? Soll übrigens auch bei uns sein. Nicht, wo wir Jesus nicht so sehr in die Mitte unseres Lebens gestellt haben, das soll uns jetzt treffen, dass wir ihn auch zu Grabe gebracht haben. Und wir sollen auch fragen, was sollen wir jetzt tun? Wie sollen wir denn anders leben? Und die Antwort des Petrus ist auch klar. Ein Dreischritt. Er sagt als erstes, kehrt um und lasst euch taufen als Zeichen eurer Umkehr. Das sind dieselben Worte, wie der Johannes der Täufer schon aufgerufen hat, das Volk Gottes, sich Gott zuzuwenden. Aber jetzt ist doch alles anders, denn da waren viele Geschehnisse dazwischen. Das ganze Auftreten Jesu. Jetzt heißt diese Umkehr, kehrt zu Jesus Christus, wendet euch ihm zu und empfangt die Taufe zur Vergebung der Sünden, hat auch dazu gesagt der Petrus, im Namen Jesu Christi. Jesus erwirkt uns, dass alle Schuld von uns weggenommen wird. Die Taufe wird jetzt wirksam. Der Schulderlass von Jesus ist schon da. Und dann empfangt ihr die Gaben des Heiligen Geistes. Dann beginnt das neue Leben im Geist Gottes. Übrigens auch bemerkenswert, ohne Bekenntnis, Erkenntnis, Umkehr und Vergebung der Schuld heißt es, kein Begabtwerden mit dem Heiligen Geist. Also solange wir stecken bleiben in dieser Haltung, ich habe keine Schuld, darf ich mich auch nicht wundern, dass wir keine Gaben des Heiligen Geistes erleben bei uns. Oder nicht viel, nur ein bisschen.
Euch gilt die Verheißung und euren Kindern, sagt der Petrus dann noch weiter. Das wäre eine Zukunft. Wie wird ihr jetzt ein bisschen bangen? Wie wird es mit den zukünftigen Generationen werden? Haben die so einen Wohlstand wie wir? Können wir den erhalten? Ja, uns gilt die Verheißung und den Kindern. Allen in der Ferne sogar, die die Gott noch nicht kennen. So beschwor Petrus das Volk und er ermahnte sie. Lasst euch erretten aus der verdorbenen Generation, also aus einer Menschheit, aus einer Kultur, die sich nicht an Gott hält, nicht an die Weisungen Gottes hält. Die sein Wort annahmen, ließen sich taufen, heißt es. Bei uns müsste das heißen, wir, die wir jetzt unsere Taufgnade ergreifen. Es braucht jeder erwachsene Mensch irgendwann den Moment, wo er seine Kindertaufe ergreift und sagt, ja, das stimmt, ich will so leben, ich will das bei mir wirksam werden lassen. 3000 Menschen wurden da gleich hinzugefügt an diesem Pfingsttag. Wie schön, wenn jetzt bei uns in der Zukunft es herauskommen wird, 30 Leute mehr kommen jetzt am Sonntag in die Kirche wie vorher. Und irgendwann einmal 300 mehr. Dann dürfen wir einen zusätzlichen Gottesdienst machen, kein Problem. Aber es braucht dieses, die Taufgnade ergreifen, dieses Bewusstwerden auf Jesus zugehen. Soweit die beiden Worte von heute, wuchtige Worte. Wir wollen, wie die Frauen, den Auferstandenen umfassen und das Leben wählen. Und wir wollen nicht wie die hohen Priester und die Schriftgelehrten das Grab festhalten und den Tod wählen. Papst Franziskus hat gestern streng dazu gesagt, das ist der Weg des Teufels. Wenn es offensichtlich ist, dass Gott uns Hilfe anbietet in Jesus und wir trotzdem es nicht ergreifen, ja, es zudecken, das soll uns nicht passieren. Ich ende mit einer sehr bemerkenswerten Analyse oder Frage, die ein anderer, ein deutscher Bischof in dieser Osterfeier gestellt hat, denn die hilft uns, glaube ich, auch noch bewusst zu werden, wo es jetzt wirklich hingeht. Er hat nämlich gesagt, ja, war diese Pandemie jetzt eine Strafe Gottes? Nein, es ist immer so, dass wir Menschen uns selber bestrafen. Wer sündigt, ist der Feind seines eigenen Lebens. Und er hat eine deutsche Lebensweise zitiert, wer zum Himmel spuckt, der trifft sich selbst. Die Menschheit ist gerade dabei, sich die eigene Spucke aus dem Gesicht zu wischen. Und der Bischof greift noch einmal auf, was bei der Urbi et Orbi Ansprache, bei dieser außerordentlichen Segnungsandacht am 27. März gesagt wurde. In unserer Welt sind wir mit voller Geschwindigkeit weitergerast, haben das Gefühl, stark zu sein, alles zu vermögen gehabt. In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von den materiellen Dingen in Anspruch nehmen lassen und von der Eile betäuben. Wir haben vor den Mahnrufen nicht angehalten. Wir haben uns von den Kriegen und Ungerechtigkeiten in der Welt nicht aufrütteln lassen. Wir haben nicht auf den Schrei der Armen und unseren schwerkranken Planeten gehört. Alles zusammengefasst, wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben würden. Das ist unsere momentane Ausgangslage. Und jetzt ist die Frage, gehen wir weiter diesen Weg in den Tod oder nehmen wir die Osterumkehr in Anspruch? Es gilt, grundsätzliche gesellschaftliche Dinge anzusehen. Es ist erinnert worden, in Deutschland wurde am Aschermittwoch ja noch das Gesetz beschlossen, dass das Verbot von organisierten Beihilfen zur Sterbehilfe gekippt hat. 4 Wochen später kamen dann diese Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, der Reisefreiheit, der Freiheit der Religionsausübung, diese großen Grundrechte, ja, auf einen Antrag hin, dass die Versammlungen in der Kirche trotzdem noch stattfinden könnten, mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen,
kam auch vom Bundesverfassungsgericht die Entscheidung, dass das nicht möglich ist, wurde letztinstanzlich zurückgewiesen. Bei der einen Entscheidung hat man sich auf die grenzenlose Autonomie des Einzelnen berufen, quasi auch die Meinung des Einzelnen, die Freiheit des Einzelnen ist das Wichtigste. Und wenn er will, dass er jetzt Selbstmord begeht, dann soll ihm das ermöglicht werden. Hier, wenn es darum geht, dass der Einzelne in die Kirche gehen möchte, dann heißt es, das ist nicht möglich. Und diese ganze Pandemie, die ist nicht von Gott geschickt, das braucht er nicht. Der Mensch hat sie sich selbst geholt und verbreitet. In diesen komplexen Verbindungen vieler Elemente der Kultur des Todes. Eine Folge einer Kette von Schuld und menschlichem Versagen hat zu dieser Ausbreitung geführt. Stolz, Leichtsinn, Profitgier in einer unheilvollen Allianz. Was tun wir? Es ist die Zeit der Gewissenserforschung. Welche dieser Elemente der Kultur des Todes haben zum jetzigen Umstand beigetragen und wie kann man herausgeführt werden? Der Bischof gibt uns einen Ratschlag. Schauen wir, wie es dem Volk Gottes gegangen ist in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Denn das war ihre große Katastrophe. Nun, dort gab es dann die Besinnung, was sie falsch gemacht haben, die Buße, also der Vorsatz, sich zu bessern und die Umkehr zu den Weisungen Gottes, besonders dem Sabbatgebot, das so lang missachtet wurde. Dabei diente es doch dem Leben, ein Leben im Einklang mit dem Schöpfer und mit seiner Schöpfung. Und bei uns ist es nicht viel anders. Wie sehr haben wir den Sonntag missachtet und die Weisungen Gottes nicht ernst genommen? Oder doch ein Tag der Ruhe, der Ausrichtung auf Gott, der Versammlung und der Gemeinschaft gewesen wäre. Vielleicht werden uns diese Sonntage in neuer Weise wiedergeschenkt. Es braucht einen neuen Ethos, einen neuen Verhaltenskodex für die Menschen, wo der Schöpfer beachtet wird und die Schöpfung. Sich nur auf Mutter Erde zu berufen jetzt, das wird uns auch wieder nicht ganz gerecht. Aber den Schöpfer und die Schöpfung. Man nennt das, Papst Benedikt hat das einmal gesagt, die Ökologie des Menschen. Da sind alle Themen des Lebensschutzes drinnen. Da ist der Umgang mit der Weitergabe des Lebens drinnen. Wahrung zu Beginn des Lebens. Immer wieder wird jetzt hingewiesen, wir sind erschrocken über die Todesopfer, aber keinen rührt es, wie viele Abtreibungen es gibt in der Welt und eben jetzt auch immer mehr diese Suizide am Ende des Lebens, den freiwilligen Tod. Aber da gehört auch rein ein richtiger Umgang mit der Landwirtschaft, gerechte Preise. Wir brauchen eine Reformulierung der Naturrechtslehre, wo Schöpfungsordnung und Erlösungsordnung aufeinander bezogen sind. Welchen Weg wollen wir gehen? Den Weg mit dem Auferstandenen oder den Weg weiter ins Grab? Ostern macht uns zu einem Anwalt für das Leben. Es ist jetzt Zeit für die Gewissenserforschung. So hat es auch zu Ostern im Tagesgebet geheißen, schaff uns neu, Gott, damit wir auferstehen und zum ewigen Leben kommen. Ich würde uns vorschlagen, dass wir heute mitnehmen dieses Bild, wie die Frauen voll Freude nach der Begegnung mit dem Auferstandenen zu den Jüngern eilen und ihnen die frohe Botschaft verkünden. Wir werden den Auferstandenen erleben, wenn wir nach Galiläa gehen. Das ist heute unser Wort des Tages. Wir wollen so leben in unserem Alltag, bei unserer Familie, bei unserer Arbeit, dass wir die Wirkung des Auferstandenen sehen. Wir wollen nicht die Lüge und die Bestechung des Geldes annehmen, nicht die Kultur des Todes. Amen.
Halten wir kurze Stille und hören wir hinein, welches Wort der heutigen Lesung in uns persönlich anspricht. Die Frauen eilten voll Ehrfurcht und Freude und verkündeten allen die Osterbotschaft. So lasst uns jetzt in den Fürbitten vor Gott hintreten, für unsere Zeit bitten. Zu Christus, dem heiligen, starken und sterblichen Gott, lasst uns nun rufen. Befreie deine Kirche aus aller Enge, führe sie in die österliche Freude. Christus, Herr, erbarme dich. Schenke allen Seelsorgern, die die Botschaft von der Auferstehung verkünden, deinen Geist und deine Kraft. Christus, Herr, erbarme dich. Führe die zerstrittenen Völker zu gegenseitigem Respekt, schaffe Frieden. Christus, Herr, erbarme dich. Erfülle die Mühseligen und Beladenen, die Kranken und die Verzweifelten mit deiner österlichen Hoffnung. Christus, Herr, erbarme dich. In einer kurzen Stille wollen wir auch unsere persönlichen Bitten und Anliegen jetzt vor Gott hinbringen, was wir uns heute am meisten erbitten. Christus, Herr, erbarme dich. Wir wollen auch beten für unsere Verstorbenen. Lass sie auferstehen zum ewigen Leben mit dir. Christus, Herr, erbarme dich. Wir wollen die heutige Messintention mit einschließen. Fiebe Christine, für verstorbenen Gatten, Vater und Großvater. Christus, Herr, erbarme dich. Denn du, Herr, bist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Dich preisen wir heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Legen wir uns in die Schale und in den Kelch. Verbinden wir uns mit der Kraft des Auferstandenen. Aus seinen Wunden fließen her, Halleluja. Fünf Freuden mir, Halleluja. Die freut sich über dich ergoss, Halleluja. Und durch dein Herz die Freude floss, Halleluja, 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 Halleluja. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir wohlgefalle. Herr, wasch ab unsere Schuld von unseren Sünden, mach uns rein. Lasst uns beten. Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an und gewähre uns deinen Schutz, damit wir die Taufgnade, die wir empfangen haben, nicht verlieren, sondern zur ewigen Freude gelangen, die du für uns bereitet hast. Darum bitten wir
durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus, denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Verstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr.
Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Erlösungsopfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir dieses Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für alle Menschen, die dich mit lauterem Herzen suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind, und schenke uns allen das Erbe des Himmels. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis, der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Christus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der mitten unter uns ist im Heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, in unseren Familien, in unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Nicken wir einander zu als Zeichen unserer Verbundenheit. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Herr Jesus, der Empfang deines Leibes und Blutes, bringe uns nicht Gericht und Verderben, sondern Segen und Heil. Seht, der auferstandene Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die den Auferstandenen begegnen und ihm glauben. Aus der Sehnsucht unseres Herzens heraus, dass wir Christus ganz in uns aufnehmen möchten, auch leiblich, bitten wir jetzt um die Gnade der geistigen Kommunion, dass er uns mit seiner Liebe ganz erfüllt und berührt, umfasst, dass wir in seine Liebe hineingenommen werden, die alles lebendig macht, was in uns tot ist. Der Leib Christi, er schenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Vater, ich überlasse mich dir, mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an, wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele, ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens. Weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen. Denn du bist mein Vater. Ich umfange dich und vereinige mich mit dir. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen.
Ihr seid mit Christus auferstanden, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Halleluja. Singen wir zum Dank. Sag an Maria, Jungfrau rein, Halleluja. Kommt das nicht von dem Sohne dein, Halleluja. Ach ja, dein Sohn erstanden ist, Halleluja. Kein Wunder, dass du fröhlich bist, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dein Herz nun ganz in Freuden schwimmt, Halleluja. Und zu die Freude nimmt, Halleluja. Ach, nun vergiss auch unser nicht, Halleluja. Und teil auch uns ein Tröpflein mit, Halleluja, 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 Halleluja. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der Taufe hast du uns das Heil geschenkt. Mach unsere Herzen würdig, die Freude des kommenden Heils zu erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch für euer Mitfeiern dieser heiligen Messe, dass wir jetzt Ostern gleich fruchtbar machen und hinschauen, wie geht's denn in die Zukunft weiter? Wie hilft uns denn da die Ausrichtung auf den Auferstandenen? Wir wollen wie die Frauen uns vom Grab wegbewegen und im Blick auf den Auferstandenen, im Umfassen des Auferstandenen, allen die frohe Botschaft bringen. In Galiläa leben, so leben, dass das Wirken Gottes möglich wird. Damit wir nicht gleich wieder uns treiben und hetzen lassen, denn die Gefahr ist ja schon wieder nahe. Wer noch Zeit hat, in der Kommunionvereinigung zu bleiben, kann jetzt noch mit uns die sieben Vaterunser zu den sieben Schmerzen und sieben Freuden Mariens mitbeten. Euch allen wünsche ich einen gesegneten, lichtvollen Tag. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch, euren Familien, alle, die euch verbunden sind, alle, denen ihr begegnet auf eurem Lebensweg, der uns so sehr liebende, dreieinige Gott. Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen an. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die am meisten deiner Barmherzigkeit bedürfen. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. O Maria, Königin der Welt, Mutter der Güte, im Vertrauen auf deine Fürsprache übergeben wir dir unsere Seelen. Begleite uns jeden Tag zur Quelle der Freude. Schenke uns den Erlöser. Wir weihen uns dir, Königin der Liebe. Amen. Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.